So Leute, herzlich willkommen zur Let's Challenge Minecraft mit mir und Konstantin bzw. Tooster. Wir befinden uns hier in meinem kleinen Reich. Ich kann die Sichtrate leider nicht etwas höher stellen, da es sonst bei mir anfängt zu laggen. Das wisst ihr ja, ich habe da schon ein Infovideo drüber gemacht. Das wird aber bald aufhören, da bald geht es dann auch wieder richtig weiter. Wenn ich meine neue Grafikkarte habe, wenn ich endlich diese Lags behoben habe. Wir haben ja gemacht, wer das schönere Haus baut. In den letzten 3 Tagen so ein bisschen gesuchtet. Das ist mein Haus. Es ist mehr so eine Art Bauernhof. Wir können jetzt mal was von oben sehen. Ich kann mal kurz hier etwas hier auf Maximal stellen, dann könnt ihr das auch ganz sehen. Aber es fängt dann gleich sofort an zu laggen, kann ich euch garantieren. Es ruckelt schon ein bisschen. Was müsste noch schlimmer werden? Ja, sagen, ich zeige euch das Ganze einfach mal. Ich kann euch das von oben nochmal zeigen. Ihr seht es gleich von vorne, nur von oben hat man halt eine bessere Übersicht hier rüber. Also man kommt halt hier rein. Ich habe jetzt so einen kleinen schönen Kiesweg. Hier vorne ist gleich am Anfang meine Weinfarm. Zeige ich euch gleich nochmal von da halt. Her halt mit den Ranken, die wachsen runter, kann ich sie abschneiden, dann wachsen sie wieder runter. Hier Weizen, Weizen, Bambus, Bambus. Melonen, Kürbisse. Und hier züchte ich meine Tiere und da ist ein Schaf entkommen. Verdammt. Halt mit Weizen. Weiß man ja, man kann so Babys machen. Und wenn halt so viele drin sind, schlachte ich sie gnadenlos ab. Das mit den Zäunen oben. Fand ich am Anfang etwas doof, aber ich finde, es sieht relativ gut aus, finde ich. So, ich stelle aber jetzt noch eben wieder ein bisschen runter. Ich kann zwischendurch vielleicht noch mal auf Maximum stellen, um euch genaueres zu zeigen. Aber auf jeden Fall, hier ist der Dachboden von meinem schönen Haus. Aber warte mal, ich könnte ja eigentlich hier runterspringen, ne? Könnte ich euch das eigentlich von vorne zeigen? La 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 la. So sieht's von vorne aus. Ihr seht natürlich nichts, deswegen stelle ich mal eben hier um. So sieht's von vorne aus. Das ist mein Haus mit meiner Farm. Hier war vorher ein Berg. Der Berg war auch größer, das musste ich alles abbauen, damit ich das hier hinbauen konnte. Das mit der Farm hier, das Ganze anbauen, das hat auch ewig gedauert, weil da irgendwie nur voll wenig Seeds immer rausgekommen sind. Sonst kommen da immer zwei, drei raus. Bei mir sind voll auf keine rausgekommen. Das hat mich auch voll aufgeregt. Also hier auf jeden Fall die Weinfarm. Die wachsen hier halt runter. Dann kann man die abschneiden. Hier rein tun. Hier drin habe ich, glaube ich, auch eine Schere. Ja. Und ja, das wächst dann halt immer und dann. Ja. Ich wollte die gleiche nochmal auf die andere Seite bauen. Dann hatte ich aber irgendwie nicht mehr genug Mossy Cobblestone. Oder? Habe ich. Ich hatte. Ich glaube, ich habe einfach keinen Bock mehr gehabt. Ich glaube, Mossy müsste ich noch genug haben. Sieht einfach geil aus, finde ich, wenn da so ein bisschen Mossy Cobblestone da drin ist. So. Hier die Weizenfarm. Ich kann euch dir nochmal zeigen. Ist nichts Besonderes, nichts elektronisch. Alles muss man selber abbauen. Hier habe ich die Seeds reingetan und auf der anderen Seite sind die. Ist das Weizen? Hier. Hier ist mein Weizen. Schon relativ viel. So. Dann kann man hier nach links und nach rechts gehen. Habt ihr gerade auch gesehen, hier ist das Schaf entlaufen. Das bringe ich mal eben ganz schnell um. So. Hier seht ihr die Melonenfarm. Die habe ich jetzt einfach so gemacht. Ich wüsste jetzt nicht, wie ich die sonst hätte machen sollen. Ja. Könnt ihr nochmal meine Melonen sehen? Melonen, haha, Melonen. Hier Kürbisse. Auch ganz normal einfach. Ist nichts Besonderes. Ist halt nur eine Farm. Dann hier meine Hühner. Muhahaha, meine Armee. Meine Schafe. Muhahaha, meine Armee. Meine Kühe. Muhahaha, meine Armee. Und die Schweine, die. Naja, Muhahaha, meine Armee und so. Bla bla bla. Hier ist Bambus. Da habe ich auch schon, glaube ich, ein bisschen viel. Ja, so viel ist es noch nicht, aber Bambus komme ich auch irgendwie nie zu abzubauen, weil ich irgendwie keinen Bock habe, das Bambus abzubauen. Das Weizen was anderes, das brauche ich lieber aber als Bambus. So, dann gehen wir mal in mein kleines Hütchen rein. Wenn man hier reinkommt, dann ist hier links noch gar nichts. Hier wollte ich noch irgendwas hinbauen. Und hier rechts kann man nach unten. Den Keller, das zeige ich euch aber gleich. Erstmal habe ich das so gemacht. Das ist so ein bisschen. Ich wollte mal was ausprobieren. Und ich fand, das sah ja ganz gut aus. Hier habe ich eine Crafting Box und so. Hier habe ich dieses Ding hier. Das habe ich in der Nether. Da braucht man dieses Blaze-Ding.
Da habe ich das mal so gebaut, aber ich weiß echt nicht, wie das funktioniert. Ich habe echt keine Ahnung davon. Hier ist mein Verzauberer. Den habe ich auch schon gebaut. Dafür habe ich meine paar Diamanten ausgegeben, die ich gefunden habe in meiner Mine. Werde ich euch gleich auch noch ein bisschen zeigen. Wir haben hier schön Wollboden. Hier so Fernseher, bla bla bla. So ein bisschen darstellen, so, ah ja, ich gucke Fernsehen. Okay und so. Schöne Aussicht auf die Farm und so. Öfen. Da habe ich gar nichts drin im Moment. Hier kommt es auf meinen kleinen Balkon. Das finde ich so geil hier, das Wasser. Das kann ich euch dann gleich nochmal von außen zeigen. Da habe ich mir so. Das zeige ich euch dann. Auf jeden Fall, für das Haus habe ich verdammt viel Holz gebraucht. Hier geht's nach unten. Da in meine Mine und so. Erstmal gehe ich dann hier nach oben. Hier geht's halt hier hin, wo wir gerade standen. Und hier sind noch zwei Zimmerchen. Das sind so Gästezimmer oder so. Kann man halt schlafen und Kiste und sowas halt. Falls man halt mal dann was zum Übernachten braucht. Und es hakt gerade etwas, das ist ein bisschen doof, aber ich kann im Moment auch nichts gegen machen. Aber ist ja nicht so schlimm, es soll ja nur in der Show sein. Beziehungsweise wie der Challenge. Ja. Ich weiß gar nicht, soll ich euch was zeigen oder? Ah genau, hier mein kleines Lager. Hier habe ich so ein paar Schneemänner eingesperrt, das fand ich ganz lustig. Übrigens, ich musste echt verdammt weit laufen, bis ich Schnee gefunden habe. In der ganzen Region gab es echt wenig Schnee. Das war ein bisschen nervig. Und da habe ich hier so ein paar eingesperrt. Nur so als kleinen Joke sozusagen. Sieht jetzt nicht vielleicht übelst geil aus, aber es sollte nur so zum Spaß sein. Hier meine Kisten. Hier Stein, seht ihr schon, wie ich gefarmt habe. Essen und sowas. Dreck, bla bla bla, ist halt das Übliche. Hier ist noch gar nichts drin, da auch noch nicht. Da sind, glaube ich, meine Holzsachen und ja, so halt. Halt das übliche Kistenzeug, was man da so drinne hat. Hier wollte ich eigentlich noch, hier wollte ich noch irgendwas hinstellen. Irgendwann. Ich überlege gerade, ah, ich weiß es nicht mehr. Mit den Enchanter habe ich mir so eine kleine Rüstung hier gemacht, Eisenrüstung. Ich kenne mich damit jetzt auch nicht so übelst aus. Aber ich habe halt so ein paar Erfahrungen gekriegt durch hier ganze Caves Monster töten. Weil ich habe die ganze Welt hier auf Easy gespielt, das heißt mit Monster an. Und da habe ich schon mal ein paar Erfahrungen gekriegt. Und ja, dann können wir ja mal in meine Höhle gehen. Also es geht hier runter. Dann geht es hier halt lang und hier runter. Hier drunten, hier unten war ich gerade am Bauen. Hier wollte ich, ich weiß noch nicht, was ich hinbaue. Weil das ist nicht die Mine, hier wollte ich noch irgendwas anderes hinbauen, das weiß ich aber noch nicht so genau. So weit bin ich dann auch nicht gekommen. Hier geht's runter in die Mine. Mit dem Minecraft fahre ich, denke ich mal, jetzt nicht da lang. Da geht's in die Hölle. Da habe ich auch so ein, ich weiß gar nicht, so eine Burg, Festung, keine Ahnung wie die heißen. Diese Höllenfestung halt, da habe ich auch dieses Blaze-Teil her für den Trankmixer da. Aber damit kenne ich mich auch gar nicht so richtig aus, ihr seid. Ja, auf jeden Fall fahre ich da mal hier lang. Bla 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 bla. Das dauert ein bisschen lange, weil ich habe echt lange gegraben hier dran. Ja. Puh. Ich habe den Tunnel auch nur dreimal drei, glaube ich, gegraben. Sonst brauche ich meine Tunnel immer fünfmal drei. Aber diesmal hatte ich dann noch nicht so viel Bock, alles auszugraben. Also so dick. In der Höhle hatte ich das Problem, ich musste ziemlich oft Kurven machen, weil ich sehr viel Lava gefunden habe. Und hier stoppt die Bahn auch schon. Also so lange ist es jetzt noch nicht. Auf jeden Fall geht es dann hier noch weiter. Genau. So lange kann ich ja noch mal. Ah ja, hier habe ich angefangen, in die Breite zu bauen. Weil ich hier vorne irgendwie nirgendwo einen Ort gefunden habe, wo ich weiter graben könnte. Weil ja echt überall an jeder Ecke fast Lava ist. Wir haben ja ausgemacht, der Verlierer, der verliert, der muss ja eine Strafe. Also der muss was machen, was der andere bestimmt. Ich habe ja gerade schon sein Video gesehen. Meine Strafe. Ich weiß nicht, ob er sich darüber freuen wird, aber es gibt ein sehr schönes Online-Spiel. Wenn er drüber nachdenkt, glaube ich, weiß Konstantin, was es sein wird. Auf jeden Fall, das werde ich ihm dann erst sagen, wenn ich hundertprozentig sicher bin, dass ich gewonnen habe. Ich werde ihn dazu zwingen, dieses Spiel eine halbe Stunde lang aufzunehmen.
und zu spielen. Eine halbe Stunde. Mehr verlange ich dann aber auch nicht von ihnen. Ich weiß, er hat von mir verlangt, auf irgendeinen Link zu klicken. Keine Ahnung, ich weiß eh nichts davon. Auf jeden Fall, wenn ich gewinnen würde, müsste er dann eine halbe Stunde dieses Online-Spiel aufnehmen. Ja. Ich würde sagen, das war's dann eigentlich. Voten für mich könnt ihr, indem ihr dieses Video einen Daumen hoch gebt und das Video, was in der Beschreibung ist, das Video von Konstantin, ein Video, einen Daumen runter gebt. Sonst gilt das nicht. Ganz wichtig. Mir hoch und Konstantin runter, sonst zählt es nicht. Ihr könnt mir nicht einen Daumen hoch geben und dann zählt das nicht. Wir haben gemacht. Ihr müsst den anderen dann noch disliken. Auf jeden Fall würde ich sagen, war's das dann. Links sind in der Beschreibung von Konstantin, von dem Intro-Video, von einfach alles von seinem Video, das hat er auch schon hochgeladen, habe ich gerade gesehen. Auf jeden Fall, bis dann, haut rein.